Moin Moin, heiße ich euch alle und willkommen zu... Ja, The Blob! Ein Spiel, was jetzt jeden Freitag läuft. Und falls ihr unten in der Leiste sehen könnt, die Zeit, wie lange der Teil ist und ihr euch denkt, spielen wir dieses Spiel durch? Nein! Wir spielen ein Level. Ein einziges. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ein Zwischendurch-Projekt, denn leider, sagen wir es mal ehrlich gesagt so, hatte ich keine Zeit zum Flo vorbeizuschauen und dementsprechend habe ich gerade kein Material für Flo zockt. Ja, und so dementsprechend spielen wir jetzt ein anderes Spiel. Ja, The Blob, ein Spiel, was ich schon lange, lange spielen wollte. Der Punkt war bloß der, ich habe das nie gespielt. Ja, weil... meine Aufnahmenmöglichkeiten nur auf eine Stunde begrenzt waren und danach sollte ich jedes Mal abspeichern. Jetzt haben wir es umgestellt. Monopoly wird auch so laufen. Aber natürlich werden wir das dann in Teilen teilen. Monopoly kommt. Ja, Monopoly kommt. Ja, na, Heavy Rain. So. Wir spielen dieses schöne Spiel. Es geht um schöne Farben. Und alles ist toll und alles ist prima und Kreischi will ausflippen, aber irgendwie auch nicht. Denn dieser Typ mag Farben nicht. Und macht alles schwarz-weiß. Ja, warten. Die Herrschaft von ihm beginnt, ja. Und wir versuchen das zu verhindern, das sind wir. So, das Ziel dieses Spiels meinerseits ist, in jedem Level mindestens 90% zu erreichen, nicht 100, weil ich habe dieses Spiel einmal durchgespielt. Zu 100% und sagen wir mal so, das war... anstrengend. Es war mies anstrengend und alles. Und das versuchen wir auch zu machen hier. So sieht's aus. The Blob! Ein Spiel, was, glaube ich, auf YouTube noch nicht so wirklich groß gefeiert wird. Keine Ahnung warum. Liegt wahrscheinlich echt an Musik und allem möglichen anderen Kram. Deswegen, wir versuchen einfach mal neu zu starten. Wir nennen uns einfach mal, wie wir es uns immer nennen. Sieht's aus. Ja, wir hätten auch klein und groß schreiben können. Ja, so, wir machen die Musik ein bisschen leiser. Optionen. Genau, Audio. Bisschen leiser. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ist das denn für Scheiß? Ja, nein, wir müssen leiser machen. Steuerung lassen wir leicht und Hilfe, müssen wir Hilfe haben? Ja, komm. Ich will Hilfe. Ich brauche ganz viel Hilfe in diesem Spiel. Nein, Spaß. Ich brauche nicht ganz viel Hilfe. So. Also, wir spielen Story-Modus in leiser Ton. Als erstes kommt letzter Urlaubsort. Ja, das ist die Map. Und jeden Teil werdet ihr ungefähr halt ein Teil sehen. Dementsprechend die Länge. Kommt jeden Freitag, damit ihr euch da nicht wundert. Wir haben hier Möglichkeiten momentan musiktechnisch. Wir haben glücklich, wir haben Funke. Wir haben aber die anderen Sachen leider noch nicht alle freigeschaltet. Wir kommen aber noch im Laufe des Spiels. Wir können auf Zufall gehen und das werden wir auch. Wir gehen jedes Mal auf Zufall und dann jetzt die erste Sequenz. Jo, und das ist die erste Sequenz, ne? Wir müssen in jedem Level irgendwas erreichen.
irgendwelche besonderen Special Effects und ehrlich gesagt, diese Special Effects, ich weiß nicht, ist weiß nicht. Das davor lesen da unten könnt ihr euch selber machen. Es ist euch überlassen im Endeffekt, weil kaum Story relevant. Los geht's, die wilde Fahrt. Und da sind wir! Yeah! Wir sind in einer sehr düsteren Welt mittlerweile angekommen. Willkommen zur Revolution, Blob. Ich bin der Professor, der Anführer des Untergrundes. Die niederträchtige Inkompagnon hat Crummer City a la Farben beraubt. Mit deiner Hilfe und viel Farbenergie können wir die Welt wiederherstellen. Aber du musst dich beeilen. Der Timer zeigt dir, wie viel Zeit du noch hast, bis er dich findet. Beende deine Mission und gehe vor Ablauf der Zeit zum Ausgangspool. Lass uns anfangen, Blob. Zerstampfe einen Farbbord, um Farbe zu bekommen. Ja, mach mal. So, Tutorial. Wir können jetzt hier uns angucken, wie wir das machen. So, und dann, bam, das ist Farbe. Und jetzt können wir uns hier einmalen. Yay, wir können einmalen. Und, ihr hört das Vibrieren, liegt einfach daran, dass ich hier, das war dumm, dass ich hier, genau, hier muss man springen. Ich muss erstmal wieder die Lenkung hier finden. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier ist Muster. Genau, umso mehr wir hier an Sachen einfärben, umso mehr Musik kriegen wir. Dementsprechend versuchen wir natürlich fast alles einzufärben, am besten natürlich alles. Gibt für jede Sache Punkte, wenn wir auch bestimmte Punkteanzeichen erreichen haben, dann können wir überhaupt weiter. Das ist hier eigentlich im Endeffekt das Tutorial-Level. So, jetzt haben wir nämlich einiges eingefärbt und so ergibt sich das dort. Farbenergie eingesetzt, um den Transformer zu starten. Ja, sehr schön. So, der Transformer befindet sich dort. Stampfattacke brauchen wir uns nicht angucken, weil im Endeffekt ist das eigentlich das Gleiche. Für die Farbbox. So. Ta-ta-ta-ta. Jetzt haben wir einiges hier eingefärbt und wir freuen uns. Wir haben sehr viele Punkte gekriegt. Wir können auch alles anders einfärben, wir müssen das nicht so einfärben, wie der Mensch das will. So, Farbe komplett, wir haben eine Farbe benutzt, 400 Bonuspunkte. Das wird im Laufe dieses Spiels noch öfter der Fall sein. So. Hier sollen wir, glaube ich, die Häuser hier anmalen, alle. Anmalen. 2 von 12 Mustern. Ich habe ja gesagt, 90% hatte ich vor in jedem Level. Also unter 90%, ja, dann kannst du dir das gleich knicken. Aber 90% ist machbar, würde ich sagen. So, drittes Muster. Ich glaube, da muss man rüber. So. Also eigentlich müsste man da nicht rüber, aber es gibt ja diese Geheimmission und ich glaube, die Geheimmission hier war, das Ding hier einzufärben. Luftschiff wird genug starten, wenn wir Energie haben. Ich glaube, hier war das die Geheimmission, die Sachen hier einzufärben. Also Wasser, wie ihr sehen könnt an der unteren Seite, das ist unsere Energie, wie viel Farben wir noch haben. Also wie viel Farbenergie wir haben noch. Wir haben jetzt gerade so 24, 34, weil wir einen dieser Farbkanister benutzen, dementsprechend. Ne? Wenn wir irgendwas berühren, verlieren wir an Farbe, aber das ist nicht schlimm. Wenn wir 0 haben, dann ist schlecht. Daher, wir versuchen das zu vermeiden, nämlich in 8 oder Schlucht und rüberspringen. Ja, ja, ja. Wir kennen, wie rüberspringen geht, weil im Endeffekt rüberspringen genau dasselbe ist wie das andere, wie das Einfärben. Zack. So, das ist eine Mission. Das werden hier mal Missionen sein. Die machen wir, damit wir 90% erreichen. Hey Blob, ich bin Zip. Ich zeige dir, wie die Revolution funktioniert. Wir haben einige Missionen für dich vorbereitet, damit du den letzten Urlaubsort wieder zu dem machst, was es mal war. Rolle dem Farbuntergrundsymbol wie dem hinter mir und drücke ab. Nur zu, zusammen können wir wieder Farbe in die Welt bringen. Ja, selbstverständlich. So. Eine Mission. Hola, Blob. Ich bin Arti, die Farbexpertin der Gruppe. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Vor der Machtübernahme durch, ihr wisst schon, war das hier ein beliebter Urlaubsort. Aber seitdem ist es so kalt, dass keiner mehr rausgeht.
Färbe die Gebäude rot ein, um die darin gefangenen Graulinge zu befreien. Ja, wie wir das machen, ist Wurst. Wir haben 2 Minuten Zeit, um diese Aufgabe zu erledigen. Es ist eine leichte Aufgabe, weil im Endeffekt wir haben schon rot. Wir brauchen nicht großartig noch mehr irgendwie uns da unter Druck setzen zu lassen. So. Tata, Aufgabe gemeistert. Im ersten Versuch, dann kriegen wir nämlich noch eine Zeitbonus, wenn wir das im ersten Versuch schaffen. Hier sind die Graulinge, die müssen wir allesamt befreien. Wir haben 8 von 100, 68, das ist also lang. Deswegen, ich versuche hier möglichst viel zu erreichen. Ne? Viel erreichen heißt nicht 100%. Ich will nur nochmal sagen, die Leute, die jetzt das immer noch nicht gecheckt haben, viel erreichen heißt nicht 100%. So, warum ich mich jetzt dazu entschlossen habe, jetzt doch dieses Spiel zu spielen, einfach darum, weil einerseits ich halt gerne mit dem Flo weiter, Flo zockt spielt, weil anscheinend kommt das bei euch sehr gut an, was ich begrüße, absolut. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass der Flo auf jeden Fall einen eigenen Kanal haben müsste, ne? Obwohl, da könnte er hier in diesem Kanal eine richtige Konkurrenz werden, aber egal! Der Flo kommt dann auf jeden Fall in mein Netzwerk und dann passt das schon. Was hat der Flo mir auch erzählt vor kurzem? Er hat jetzt sich ein eigenes Mikro geholt und will sich jetzt demnächst auch noch einige Programme holen. In der Graulinge. Na komm, dann Dank. Einige Bearbeitungsprogramme, dass er sich selbst das hier, dass er selbst hochladen kann und alles drum und dran. Ne? Wenn ein Kanal da ist, dann werde ich den auch selbstverständlich auf meiner Freundesliste verlinken, sowie auch auf den Beschreibungen hinschreiben. Zumindest erstmal. So, jetzt haben wir einiges vorab eingefärbt. Das heißt also, wir kriegen wir diesen Transformator. Das brauchen wir aber jetzt noch nicht, weil im Endeffekt, ich möchte hier erstmal ein bisschen färben. Wir wollen jetzt das zu 90% machen, habe ich jetzt schon öfter erzählt, aber dieses Spiel geht davon aus, dass man dieses Level eigentlich nur zu 50% machen will. Weil danach ist dann auch schon gut. So, wir haben eine andere Farbe, nämlich es ist wie beim normalen Farben, wie beim ganz normalen Färben von Gegenständen und allem drum und dran. Wenn wir jetzt Farben mischen, wie zum Beispiel Rot und Gelb, ergibt das Orange. Wenn wir aber nochmal Gelb nehmen, haben wir dann Gelb. Klingt einfach, ist es auch. Im Endeffekt ist es extrem simpel, dieses Spiel. Und jetzt haben wir nämlich die Anzahl erreicht. 50% haben wir eingefärbt, damit haben wir ein Tor geöffnet. Da sind wir noch längst nicht, Leute. Da ist es also ganz entspannt. Ganz smoothly. Ganz smoothly. So, hier alles erstmal einfärben. Ja. Wir können natürlich auch Sachen überfärben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das, was wir rot eingefärbt haben, können wir dann in Orange wieder zurückfärben. So. Wir können insgesamt bis zu 100 Farbklecksen aufnehmen. So. Und zu den 100%, das ist ja das Krasse, warum ich sage 100% schaffen, weil das schafft man eventuell, wenn man sich jetzt hier ganz doll bemüht und so. Selbst Gras, dieses kleine Gras, was ihr hier, diese kleinen Graspitzel, die ihr seht, ne, die gehören zu 100% dazu. Ja. Und die kannst du halt manchmal einfach übersehen. Es ist einfach bitter, ist es aber so. Die kannst du übersehen und dann suchst du dir dann Ast ab und im Endeffekt, das ist nichts in der Sache. So. Also, dann färben wir mal hier ein bisschen ein, dann da ein bisschen ein, haben wir hier alles. Ja, gut. Dann nächste Aufgabe, würde ich mal sagen. Hier, nächste Aufgabe. Du hast ja schon ganz schön Farbenergie gesammelt. Blob, jetzt ist Zeit. Selbst der Himmel wird langsam wieder blau. In den Ferienhäusern sind noch Graulinge. Mach orange. Okay. Dann musst du Farben mischen, das habe ich ja eben gerade erklärt. Das brauchen wir hier nicht. Genau, das ist ganz normal. Ich glaube, das Tutorial ist dafür eigentlich noch gut geeignet gewesen, aber egal. So, also, wir sollen hier alles orange färben. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So, tada, Mission erfolgreich gelöst. Zeit kriegen wir auch dazu. Oben in der Ecke steht die Zeit, falls ich euch das nicht erzählt habe. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Oben steht die Zeit, wie viel Zeit wir haben. Aktuell 9 Minuten noch. Ja, wenn ihr jetzt das Spiel, wenn ihr jetzt unten guckt, du spielst doch länger als 9 Minuten, absolut. Die Sache ist die, wir haben aktuell 9 Minuten, das heißt noch gar nichts. So. Das sind eigentlich grundsätzlich auch immer 8 People hier, also wir müssen das eigentlich immer gut merken, 8 Stück. Und dann haben wir das auch. So.
sollten wir noch diese Gebäude hier einfärben. Ja, The Blob. Ein Spiel im Endeffekt sehr einfach. Auch jetzt nicht unbedingt für ein Let's Play geeignet, sagen wir es so. Aber ehrlich gesagt, ein Let's Player, der grundsätzlich für Let's Play nichts geeignet ist, der kann das auch machen, ne? Ja. Ich hatte auch überlegt, ob das irgendjemand anders machen könnte, weil im Endeffekt, ein Projekt, sowas, ist ja eigentlich relativ einfach. Hab aber dann entschlossen, relativ fix, nö, das mach ich bitte. So. Neue Pippe, sehr schön. So. Das mache ich, weil ich kann ja nicht immer allen alles überlassen und im Endeffekt mir selber ja gar nichts. Das ist ja doof. Auf irgendeine Weise schon. So, dementsprechend machen wir mal wieder was. So sieht's aus, nämlich nach sowas. So, Boot einfärben. Naja. Ah, sehr schön. Hat geklappt. Wieder rüber. Ja, sind ins Wasser gefallen. Aber egal, das Tor. Ja, jetzt wird uns angezeigt nochmal das Tor vom Pier. Da drüben müssen wir hin. Wir können auch alle ich möchte rot, bitte. Wir können auch alle Kommunikationen hier einfach sagen, nö, darauf haben wir gar keinen Bock. Aber ich neige doch dazu, eher die Sachen zu machen. So, hier ist das Tor und damit öffnen wir die nächste Szene. Wir haben ein bisschen Macht gekriegt und oben ist wieder eine Anzeige, wie viel wir noch erreichen müssten, um das nächste, den nächsten Bezirk zu kriegen. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, das ist Nebensache, weil wir eh oder eh hier versuchen, sehr viel einzufärben. Danke. So, erstmal die Bäume. Sehr schön. Stein. Gut. Dann würde ich mal sagen, nutzen wir den Transformator! Sehr schön. Und weiter geht's. So, nächste Zone. Ihr hört wieder ein bisschen an der Musik. Es ist wieder stiller geworden, weil wir sind wieder in einer Zone, die, ja, sagen wir mal so, nicht angefärbt ist. Durch das Tor gekommen, das Hotelviertel. So, im Hotelviertel ist einiges los. Das müssen wir zum Beispiel zerstören. Deaktivieren. Und hier ist das nächste Missionstor. Also, dann sollten wir das schon schaffen. So, wir können ja alles, wir können ja alles uns angucken. Warum das, ich brauche euch das nicht erklären, weil im Endeffekt erkläre ich euch das schon. Wir haben hier zum Beispiel, wenn wir, nein. Irgendeiner Taste war das so. Nö. Egal. Auf jeden Fall mit irgendeiner Taste war das so, dass wir hier uns angucken können, wo was ist. Das müsste eigentlich nur zwei sein. Aber okay, das ist jetzt nicht der Fall. So. Wir können hier alles einfärben. Färben. Gegner haben wir hier Gott sei Dank noch nicht. Das ist das erste. Das ist das Tutorial-Level. So. 25% des ganzen Levels haben wir eingefärbt. So schnell geht das. Wir haben eine Auszeichnung dafür gekriegt. So, Tor freigeschaltet. Ja, wie gesagt, das ist ja alles noch relativ lax. So. So, eigentlich sollten wir die Aufgaben machen. Du bist Held. Braucht sich um nach Dingen. Also, ja. Ja, wir können ja hier auch, wir können mit der Kamera hier auch wechseln, aber das ist mir da immer so ein bisschen ungeheuer, weil diese Kamera zwischendurch mal sagt so, nö, ich habe gar keinen Bock zu wechseln. Dementsprechend mache ich das eigentlich mal mit dem Steuerkreuz. Mal ganz mit der L-Taste, aber ich mache es mit Steuerkreuz. So. Zack, zack, zack und jetzt die Aufgabe. Manchmal sind die Dächer der sicherste Weg. Springe doch mal das abgeschlagene Gebäude hinter mir. Von dort aus erreichst du die Hotelreihe, die du bitte gelb einfärbst. Ach, gelb, ich hab sie rot eingefärbt. Ach, Gottchen. So, jetzt haben wir orange, das wollen wir nicht. Ja, aber gelb. So. Also, das soll wir gefälligst gelb einfärben. Sehr schön. Zack. Hoch. Hoch mit dir.
Unten haben wir noch einen vergessen. So, gelb eingefärbt. Aufgabe gemeistert. So, dadurch, dass wir die Aufgabe gemeistert haben, achso, ich wollte schon sagen, dadurch, dass wir die Aufgabe gemeistert haben, kriegen wir jetzt eine nächste Aufgabe, die wir hätten nur meistern können, weil wir die andere Aufgabe gemeistert hätten. Du hast es bis hier oben geschafft. Du bist das geborene Sprungtalent, Blob. Färbe in diese Reihe grün ein. Na, herzlichen Glückwunsch. So, ah ja, genau, mit A gedrückt halten können wir das hier haben. Können wir uns natürlich hier angucken. So, wir haben hier Gott sei Dank für alle möglichen Sachen. Zeit, die Aufgabenzeit steht unter dem, unter der Aufgabe. So, die haben wir auch bestanden innerhalb der Zeit. Wird wahrscheinlich noch ein paar Mal ein bisschen anders laufen. So, jetzt auf die andere Seite rüber, wenn wir hier diese Steine einfärben können. So, die Steine und hier allen möglichen Kram, den du hier eigentlich nie erreichen könntest. Steine, Destling zum Beispiel. Nein! Verdammt! Egal. So, dann befreien wir die hier erstmal. Befrei. Haben wir noch irgendwelche? Ja, die hier, das Ding, so. 4 Förderblöcke, deswegen kriegen wir jetzt sehr viel Bonus. Wir können rein theoretisch richtig heftig Bonus kriegen. Selbstverständlich können wir richtig heftig Bonus kriegen. Aber, wie ich ja schon erwähnt habe, das Spiel ist nicht hundertprozentig. Das heißt also, wir können hier ganz easy peasy hier durchlaufen. So, färben wir es halt gelb ein. Das liegt jetzt auf Lachs. So, na gut, dann färben wir es grün ein. Oh. So, danke. Weil das Gebäude da oben, glaube ich, kriegen wir auch nur, wenn wir... Genau, wenn wir das... anders färben. So, und jetzt haben wir das nächste Tor schon geöffnet. Wir sind noch nicht mal beim anderen Tor angelangt, aber da haben wir schon hier das Tor geöffnet. Also, so schnell geht das. Ne? So schnell kannst du das machen. Weil wenn du hier alles einfärbst, dann ist eigentlich alles easy hier. Easy, easy. So. Und diese graue Dings da. So, Farbe 500. Eine Minute. So, haben wir noch irgendwelche Graulinge jetzt, die wir hier befreien müssten? Das sind auf... Ah, da haben wir welche. Da haben wir welche. Tada. So, 14 Minuten. So schnell geht das. So. So, erstmal hier die ganzen Bäume. So. Dieser Propagandaturm ist ein Wahrzeichen von ihnen. Hat alle ständische Baulinge Gebäude umfunktioniert und nutzt sie, um ihre Botschaft der Monotonie zu verbreiten. Es steht jetzt in deiner Macht, das Wahrzeichen zu transformieren und ihnen die frühere Pracht zurückzugeben. Das Wahrzeichen ist immun gegen Farben und Farbe. Ich habe allerdings etwas entwickelt, womit du ihre Schwachstelle treffen kannst und eindringen kannst. Du musst dafür rot sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind nicht rot. So, okay. Ja, das kennen wir auch. Also ich kenne das zumindest. So, rot. Bam. Oh, das ist nicht rot. Das ist orange. Das ist rot. So. Wir müssen das Ding anvisieren und dann shake it! Und somit haben wir ein Wahrzeichen zurückgecheckt. Das ist jetzt wieder unseres. So, jetzt haben wir Bronze. Jetzt haben wir also eigentlich schon, sind eigentlich schon gut dabei gewesen. So, kann man das eigentlich zusammenbringen? Ich glaube nicht. Ist ja auch egal. So, denn... Genau, jetzt haben wir das nächste Tor geöffnet. Yay, wir können jetzt nämlich zum Ende durchkommen. Jetzt ist nämlich, da ist das Finale. Jetzt können wir das Level sozusagen beenden. Also wir haben die Minimum 50% erreicht. Ja, so schnell kann das gehen. So schnell kann das gehen. Und dann hast du auf einmal 50% und du wunderst dich, warum. So. Nächsten Transformator dort. Da sind wir auch noch längst nicht, aber... Nun gut, ist ja nicht so schlimm. So, jetzt mal wieder 100 Punkte einheimsen. Hier alles einfärben, was hier rumgeistert. Auch diese Lichtpfeile. Auch wichtig, alles wichtig. Alles. So, haben wir jetzt noch irgendwo eine Mission? So, Lilla.
Ich würde, glaube ich, wieder blau sein. Blau! Danke. So, das Ding natürlich auch entfernen. So. Hier haben wir gleich am Anfang gleich eine Mission übersehen. Ja, sorry, habe ich übersehen. Wer mir jetzt vorwerfen kann, oh, du kannst das doch nicht übersehen! Ja, doch, kann ich. Diese hohen Gebäude waren früher mal Luxushotels. Lass uns dein Farbtalent testen. Werbe diese toll. Ja, in die markierten Farben ein. Jetzt heißt das im Endeffekt, wir sollen jetzt bestimmte Farben nutzen. So. Soweit ich das noch weiß, ist das auch so, dass man hier sich die Sachen überfärben kann. Können wir mal. Jawohl, du kannst ja auch Sachen überfärben. Das heißt, du musst darauf achten, dass du hier die richtigen Farben einsetzt. Beim Nachfolgerteil, es gibt ja auch Block 2 mittlerweile, ist das nämlich nicht mehr so. Da mussten wir, da ist, wenn du überfärbst, dann hast du halt überfärbt und das stört auch keinen mehr. Wahrscheinlich hat man das geändert, weil man sich gedacht hat, ach komm, das kann nicht sein. Leute, färbt das alles 18.000 Mal ein und dann sterbt ihr daran, weil ihr das 18.000 Mal eingefärbt habt. Ja. Gut. So, wir haben jetzt die Maximum-Werte erreicht. So, wir gucken mal, also, keine Aufgaben mehr. Das ist aber eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise hätte es hier noch 20.000 andere Aufgaben geben müssen, aber okay. Dann eben nicht. Dann färben wir halt den Rest noch ein. Na komm. Einmal. Das ist wieder die Sprungtaste. Ja, hier gibt es keine Sprungtaste. Hier musst du shaken. Immer shaken, shaken, shaken. So. So, einmal rum. Ja, alles gut. Ja, danke. So, hier rum. Silbermedaille, das heißt, aktuell haben wir, ja, Silber benötigt. So. Das Ding kann wir auch logischerweise ein. Und Geronimo, sehr schön, das klappt doch, sehr schön. So, und den Stein hier auch noch natürlich, weil den haben wir ja eben nicht gemacht. So. Raulinge wieder. Hälfte haben wir fast. So, haben wir noch sonst welche? Ne, die machen hier noch Big Fat Pony Like. Big Fat Pony Like. The Big Fat Pony Like. Ja. Pfeiler, 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 Pfeiler. Aber sonst haben wir hier alles, ne? Ich glaube schon. Alles Wichtige haben wir hier erledigt. Alles grün. So, dann holen wir dieses Musterteil jetzt auch nochmal und dann gehen wir... Na, dann gehen wir... Na, na. Ach Gott. Das ist doch nicht... Das hat mir doch niemand erzählt, dass das so einfach ist. Naja. So. Zack. Marken, Marken, Marke. Marken. Marken? Ja, Gras wird auch gemarkt. Wolltest du? Zack. Und damit ist das hier auch eine Wiese! Okay, die Bäume sehen anders aus, aber egal. Ganz. Gut. Bam! 8 von. 6 von 12. 6 von 12, ja, gut. So, dann gehen wir mal weiter. Hier auch alles marken. Ey, das ist unfassbar. Türmarken, Randmarken. Und Tür öffnen! So, kommen wir ins nächste Gebiet. Aber das nächste Gebiet haben wir im Endeffekt auch schon fertig, weil im Endeffekt wisst ihr ja schon, wer könnte denn das Ding auch schon überspringen. So. Extra Leben. Ja, wir können die Extra Leben einsammeln. Aber ich glaube, das ist nicht notwendig, weil ich glaube, da gehen wir in diesem Spiel gehen wir nicht oft drauf. Ah, ja, Tinte. Tinte ist ganz schlecht für uns. Ganz, ganz schlecht. Du, böse Tinte. Und da ist unsere Aufgabe. Tinte ist schlecht, Wasser ist schlecht, aber Wasser ist nicht so schlecht wie Tinte, weil Tinte ist ganz schlecht. So, und da ist der nächste, das nächste Tor, was aber schon, ja, im Endeffekt transformiert werden könnte, wenn es wollen würde. Also, wenn wir wollen, ja, ihr wisst schon. So, das ist ein extra Leben. Das ist auch eins. Wir müssen die leider holen, weil... da gehören... Na, na, nee, nee, nein, nein, ich mach das nicht. Ja, gut, dann haben wir die Farbe jetzt verloren. Das macht aber auch nichts.
Weil im Endeffekt können wir ja wieder Farbe holen. Da ist ein Zeppelin, den müssen wir uns auch einfärben. Das ist unfassbar. So. Sehr schön, Luftschiff. Den müssen wir auch einfärben. Ist, wer, ganz ehrlich, wer hätte das erwartet, das Luftschiff? Das fliegt hier einfach mal durch die Gegend und du musst das eigentlich irgendwie fangen. Und dafür kriegst du halt was. So, da oben blinkt das, dass das Tor offen ist. Das will er uns einfach nur demonstrieren, dass das Tor offen ist. Total öde. Ja, ja. Passt schon zum Einschlafen. Krusch, weiß Bescheid. Ah, ja. Gut, also, dann geht's hier weiter. Weiter im Text. Alles fleißig einfärben. So, wie gesagt, Tinte ist schlecht. Wir haben 50% des gesamten Levels eingefärbt. Wie gesagt, das ist hier so ein bisschen das Tutorial-Level. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss da auch dran vorbei. Sehr schön. Block eingefärbt. Sehr schön. Auch dran vorbeigekommen. Auch schön. So, Plakate. Immer zwischendurch in dem Level sind immer wieder welche Plakate dabei. Die müssen wir natürlich logischerweise auch einfärben. So, Wasser hilft uns, wenn wir Tinte haben. Tinte am Popo haben. Den können wir wieder uns enttintisieren. Natürlich können wir auch alles mit Tinte wieder einweißen. Also, wer so drauf ist, dass er Bock hat, alles einzuweißen. Ja, ist ja nicht das Ziel dieses Spiels, aber eventuell, wer auch immer, hat dazu Bock. So, das ist jetzt dieses Tinte. Das sollten wir natürlich, wie gesagt, vermeiden. Zack. Aber es kann halt mal das ein oder andere Mal passieren, dass wir doch eingetintet werden. Was ich natürlich nicht hoffe. Sehr schön, Straße komplett. So. Dann färben wir mal hier gepflegt ein bisschen ein. Hinten in der Ecke kommen wir nicht ran. So, genau. A, Geduld halten, wissen wir, wo die Aufgaben sind. Gut, schön, dass er uns nochmal sagt, aber im Endeffekt habe ich es ja selbst rausgefunden. So. Nächste Aufgabe. Dieses Apartment sehen so grau und langweilig aus. Färbe sie alle ein in lila. Ja, sehr schön. Ja, ja, ja. So, ist eine Zwei-Sterne-Aufgabe, weil da Wasser noch ist. Das ist natürlich die Schwierigkeit in diesem Bahn. Hier ist noch Wasser und das Wasser würde uns natürlich logischerweise schaden. Das heißt also logischerweise, wir müssten hier ein bisschen anders agieren als üblich. Aber ich glaube, das kann man den kriegen. Also man stellt sich doof an, dann nicht. So, rüber. Ja, hier ist noch ein Teil. Hier ist noch ein wichtiges Teil. 9 von 12. So. Das müssen wir auch logischerweise noch einfärben. So, wieder auf die andere Seite rüber. Danke. Und dann färben, 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 färben. Und. Ach, das ist das Schwierige. Jetzt weiß ich wieder, was das Schwierige in diesem Dings war. Das ist eine einzige. Dieses eine einzige, die hier. Genau. So extrem kacke dasteht. Deswegen ist es eine 2-Sterne-Aufgabe und keine 1-Sterne-Aufgabe. Sonst ist es ja eigentlich relativ simpel. So, mehr Zeit. Mehr Zeit für mehr Scheiße bauen. So, färben wir mal hier alles ein. Jupp. Nein! Nicht runter, nicht runter. Jetzt rüber. Sehr schön. So, da ist auch so, das ist auch so ganz tückisch. Ja, du denkst dir nichts dabei im Endeffekt, aber das musst du da auch alles einfärben. Ja, ja. So hart wie es ist, aber es muss alles eingefärbt werden. So, hier haben wir wieder Graulinge. Hat Zivilisten hier befreit. Aus der Herrschaft von, wen auch immer. So. Natürlich werden unsere Farbdinger hier, unsere Strecken, die wir gestreckt haben, wie eine Schnecke, auch wieder weggehen. Also da muss ich keine Angst haben. So. Ein bisschen runter. Okay, das musst du nicht einfärben.
Um zu schön zu wissen, hätte ich auch gar nicht gehen müssen, aber egal. Oh, da ist ein Baum. Da ist ein Baum, weil Baum. Ich habe den Baum übersehen. Oh, wow, wow. Das wäre später böse ausgegangen, hätte ich dann wieder gesagt, oh, der Baum, den hättest du sehen müssen. Ganz tückischer Baum im Tutorial-Level. Naja. So, Baum mitgenommen. Ich hoffe, dass auf der anderen Seite jetzt auch kein Baum ist. Nein, 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 nicht Baum. Weil Baum. Ich kann ja einfach gucken, ob auf der anderen Seite auch Baum steht. Wir nennen hier eine Farbe, das macht aber nichts. Wir haben genug. Wir haben 50 Farbe noch. Also, eben hatten wir, glaube ich, 60 oder so. Also, naja. Ist. Passt schon. So, gelb. Ein paar Graulinge befreien, ein paar Minuten holen, weiter geht's. Blau, ach ja, braun gibt's auch, ne? Wenn wir alle Farben mischen, so haben wir braun. 75% dieses Levels befreit. Da sollten wir vorsichtig sein. So, ein paar Graulinge wieder. Da, 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 da. Bing. So, nächste bitte. Diese Apartments hatten früher Farbe wie Kaffee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das haben wir eben gerade gehabt. Ja, ja. Mann, 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 Mann. Da musste man ein bisschen, ne? So, braun. So, dann färben wir sie mal allein in braun. Braun, 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 braun. Ganz viel braun. So, alle Kaffee braun. Ich weiß nicht, ob Kaffeebraun jetzt unbedingt die beste Farbe ist, aber egal. Es ist Würstchen im Endeffekt. Wir haben die Goldmedaille, weil wir haben jetzt so viel erreicht, wie das Spiel eigentlich möchte, dass wir es erreichen. An Punkten. Weil das Spiel geht ja auch davon aus, dass man jetzt nicht unbedingt alles immer zu jeder Zeitpunkt findet. Ne? Ist auch sehr freundlich vom Spiel, dass es das davon ausgeht, dass wir totale Noobs sind. So, nächster Markerteil, 10 von 12. Wir haben das 12., das 11., ups, hat auch schon gesehen. Trip und Jip. Da ist das nächste. 11 von 12. So. Und so. Gut. Jetzt haben wir noch 18 Minuten. Normalerweise, ne, wie ihr wisst ja, von der Zeit her hätte ich schon längst einen Teil beendet. Ne, ja, ja. Wie gesagt, heute ist das Freitagsprojekt, was jetzt halt ein bisschen anders läuft als die anderen Projekte. Einerseits, weil ich es kann und andererseits, weil ich glaube, ihr euch gefällt das, wenn es jetzt auch längere Teile gibt jetzt, wieder richtig schön Latschteile. Na, schreibt mal in die Kommentare auch, dass Latschteile, sowas wie hier dieses Projekt so im Sinne von, oh, wir machen mal hier, weiß ich nicht, über eine halbe Stunde Teile. Mit einem Spiel, was weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das ankommt wird. Wenn ja, dann ist gut. Wenn nein, dann ist es auch okay, weil im Endeffekt, ich werde das Spiel trotzdem spielen. Auch wenn ihr alle sagt, oh Scheiße, was willst du dir? So, jetzt sei nicht so nah an dieser Tinte dran. So. So, da waren wir auch schon mal. So, nächstes einfärben, färben, färben, färben. Ja, theoretisch sollten wir eigentlich die Aufgaben vorher machen und danach erst überlegen, ob wir es einfärben müssen, in welcher Farbe wir es einfärben müssen. Aber es geht schon okay, glaube ich. Wir fragen erstmal. Diese Straße ist voller toter, voller tödlicher Tinte. Ah, das ist doch. Die Urlauber sind in ihren Apartments gefangen. Färbe alle in Grün ein. Ja, sehr schön. Das ist eine 3-Sterne-Aufgabe, weil wir hier kein Grün haben. Oh Gott, ey. So, grün. Grün, 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 grün. Grün, 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 grün. Grün, 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 grün. Nicht in gelb und rot. Nur in grün. Und das Schöne dabei ist ja hier bei dem Grün. Ja, dass wir hier auch außerhalb der Wand im Endeffekt einfärben können. Das ist das Schöne. So, rüber müssen wir jetzt auch noch. Wow, ich wollte schon sagen, ich bin auf die Tinte gekommen.
Gott sei Dank war es nicht der Fall. Es wäre jetzt, das wäre ein bisschen am Arsch gewesen, klar. Aber nicht so sehr. So, okay, wir haben noch zwei Gebäude. Das dürfte jetzt auch nicht so kompliziert sein. Das sind die zwei Gebäude. Sie sind grün. Zeit. So, haben wir denn noch? Da haben wir noch Aufgaben. Nein. Alter, Falter. So, ich bin bei der Grün. Nächste Aufgabe ist da. Aber ja, eigentlich ist es eingefärbt, okay? Hier haben wir keine Graulinge, die wir befreien müssen. Nö. Jetzt haben wir Braun, ja. Dann gehen wir halt mit Braun weiter. Activated. So, nächster Bereich. So. Nächster Bereich haben wir auch schon eröffnet, weil im Endeffekt das ist das Grande Finale. In ihrem Level eigentlich, glaube ich. Das müsste das Grande Finale sein. So. So ein schöner Heli. So, genug Farbe können wir da rein. Sehr schön. Aber im Endeffekt haben wir ja alles genug Energie und alles. So, und dann gucken wir uns mal um. Also, boom. So. Ja, der Pfeiler fällt in die Tinte. Jetzt haben wir natürlich hier auch diesen Strom. Das heißt also, unsere Farbenergie bringt leider nichts. Das ist traurig, aber okay. Kipp um. Und nochmal, kipp um. Alles schön braun einfärben. Aber braun ist ja auch eine schöne Farbe. Also, auch wenn einige meinen, so schwarz-braun. Obwohl, in dem Spiel ist ja schwarz keine Farbe. Sehr schön. In dem Spiel ist schwarz keine Farbe. Was ich ja ehrlich gesagt nicht so. Ach Gott. Tolerieren. So. Extra Leben. Und Transform! Yeah! Wir haben alles transformiert. Sehr schön. So, hier ist noch ein Baum und der letzte Muster. Das letzte Muster haben wir auch hier. Und alle Bäume haben wir in diesem Level auch erreicht. Das wird uns angezeigt durch Bäume. Gut. Ich will mal sagen, was wäre unser Hauptzielblock. Dieses Wahrzeichen steuert die Barbots in Chroma City. Färbe das Ziel in Gelb ein. Ja, Fernbedienung, das wird manchmal zwischendurch passieren, weil irgendwie meine Fernbedienung das Nunchuck hinten irgendwie anscheinend Wackelkontakt hat. Ja, das passiert. Ja, ich weiß. Alles wird gut. Alles wird gut. Ach, jetzt ist auch noch was. Ja. Alles wird gut. Denn alles wird gut. So, dann testen wir jetzt einfach mal mit anderen Batterien. Ich habe ja hier neben mir natürlich selbstverständlich, weil ich habe ja schon in einigen Let's Plays das gehabt, dass die Batterien leer sind oder Batterien defekt sind oder whatever. Dementsprechend kauft euch keine Batterien bei Teddy. Die sind irgendwie kacke. So, in Gelb ein. Ja, nehmen wir an. So. Gelb und 50. Ja, das ist nicht so schwierig. Wir haben ja alles transformiert. Jetzt haben wir Braun. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Zeit. Zack. Und rüber. Und rüber. Nein. Du doofes Ding, du. Du doofes Ding, du. So. Also irgendwie verarscht mich das Ding jetzt gerade, gell? So, rüber! Rüber! Und jetzt shake it! So, und damit haben wir dann auch dieses Wahrzeichen wieder auf unserer Seite. Sieht doch schön aus, oder? Ich bin begeistert. So, wir haben alle Wahrzeichen in diesem Level. Wir haben alle Aufgaben in diesem Level. Wir haben aber noch nicht alle Gebäude in diesem Level und dementsprechend können wir wieder zurück. So, hier ist der Anfang und jetzt können wir uns hier die ganzen Gebäude uns angucken. Welche Gebäude denn fehlen? Ja, die da oben. Bestimmt in den Kommentaren schon geschrieben, oh, du hast die Gebäude vergessen. So, Graulinge befreit.
So, gucken wir mal in den upsala, nächsten Gebäude. Wir haben nämlich alle Bäume. Also das ist dann schon mal ein Anfang. So, wir können jetzt dieses ganze Level nämlich nochmal betreten, wenn wir wollen, würden, müssen. Ja, hier ist schon Bescheid. So, ein Gebäude haben wir hier nicht eingefärbt. Die Tür! Die Tür hat gefehlt! Alles verarsche ist das doch. Da noch einer! Es ist unglaublich! Ja, ja, immer die Freunde mit der Tür. Ey, komm! Hau raus! So! Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, was wir noch nicht eingefärbt haben. So. Langsam neigt sich das darüber. Nochmal braun. So. Da oben haben wir was nicht eingefärbt. Ah ja, das Ding. Wie kommen wir denn da hoch? Habe ich am Anfang dieses Jahr gesagt, dass wir die auch noch. Da, so kommen wir da hoch. Okay. Gut. So, 100%, wir haben alles eingefärbt. Das ist schon mal toll. Und wir haben alle Bowlinge erreicht. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir eigentlich alles. Dann können wir jetzt nach Hause, ne? Wir können nach Hause. Wir können nach Hause. Ich glaube, hier war keine... Ja, hier war keine Tinte. Also, wir haben alles erreicht. Wir haben vielleicht kein Bonus-Pack. Keine Ahnung. Match. Plä. Aber ganz ehrlich, das macht auch, glaube ich, nichts. Denn wir haben alles Wichtige. So sieht's aus. Wir haben 100% erreicht. Wie gesagt. Na, wir waren in 31 Minuten fertig. Haben im Endeffekt, ich glaube, nur eine Sache nicht hier. Und zwar, wir haben nicht das innerhalb von 8 Minuten geschafft. Also, wir sollten, es gibt natürlich hier immer dieses Limit, so von wegen, oh, du sollst das nach bestimmter Zeit erreichen. Aber ich glaube, nach 8 Minuten wären wir auch fertig gewesen. Das ist schon okay. Es ist schon okay. So. Wir haben diese alle Sachen gekriegt. Das ist schön. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Nämlich nächste Woche bei Geschäftsviertel. Haha, das war heute ein Teil. Nächste Woche geht's weiter. Bis zur nächsten Woche und ciao, ciao.